Das spart uns einiges hier. Jetzt können wir hier rüber. Natürlich, punktgenau. Und das sind geheime Zonen, ja. Machen wir jetzt mal. Vernichten Sie alle Dämonen in der vorgegebenen Zeit. Ich glaube, das war schon extrem schwer. Wenn ich mich nicht täusche. Weil man hat ja nur eine Minute Zeit und wirklich scheiß viele. Ja, ich dürfte es jetzt schon wieder nicht schaffen. Cracken und drauf zu. Ja, hier sind noch drei Stück. Oder vier vielleicht. Ich glaube irgendwie nicht. Wenn das der letzte. Nein, da ist noch einer. Doch! Boah, aber gerade so. Aber gerade so. Noch 10 Millisekunden. Oder 10 Zehntel. Ich weiß nicht, aber. Du Scheiße. Und jetzt haben wir einen Teil einer blauen Kugel. Wenn wir dann 4 davon haben, erhöht sich unsere Lebensenergie. Ja. Mal weiter hier. Ja, am Anfang kommen halt diese wirklich langweiligen Gegner. Eigentlich keine Herausforderung. Aber das Coolste hier in diesem Spiel sind sowieso die ganzen Bosskämpfe. Gibt's echt genial coole Bosskämpfe. Snatch, ja. Also ich hoffe, ich kann euch bald mal das Verbesserungsding zeigen. Was auch sehr interessant ist. Was man da alles so machen kann. Zum Beispiel glaube ich die Reichweite hier von erhöhen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und den Rang, den ihr da seht, wo jetzt brutal stand, das ist halt, weil man die Gegner immer verschieden tötet, nicht immer nur mit derselben Attacke oder so, sondern ein bisschen Abwechslung reinbringt, geht, steigt man da auf und dann kriegt man auch bessere Punkte. Genau. Exit aktivieren. Einspritzsystem der Red Queen, der Brennstoff entlang der Klinge entzündet. Was? Achso, ja. Entlang der Klinge entzündet und den nächsten Angriff Mega Power verleiht. Ja, das ist ja das, was hier schon eben. Ups. Aber ehrlich gesagt habe ich das im Spiel so gut wie kaum benutzt. Hier ist so ein toller Kristall, kann man die ganze Zeit draufhauen und dann kriegen wir all diese Punkte. Ja, hier haben wir noch einen Teil der Frauenkugel. Catch this! Was? Cerulean-Hafen? Oder keine Ahnung. Ui. Und
immer wieder diese Scheiße. Ah ja, Stierang. Verstand das nochmal, dass mit dem Stierang, wo jetzt Daddy einfach noch steht. Das seht ihr, wenn ich den, wenn ich auf ihn drauf schlage, dann erhöht sich das. Jetzt mache ich mal ein bisschen was anderes in der Luft nochmal. Und wechsel die Attacken also ein bisschen ab. Pistole bringt es dann nicht so wirklich. Jetzt bin ich wieder auch brutal gewesen. Das Beste ist, glaube ich, das ist immer D, C, B, A, S und SS. Und SS ist, glaube ich, das Beste. Aha. Hier muss man immer ein bisschen draufhauen. Dann wird das alles schon. Wie im echten Leben. Na, weil wir zu cool sind, nutzen wir nicht die Leiter, springen einfach hier oben. Hauptsache, das Licht funktioniert. Ne? So, jetzt können wir darüber. Eigentlich hier hinten noch raus. Nur hier. Wow. Ja, die guten kommen, glaube ich, ein bisschen krasser an der Sprung als die Handsprung. Man sieht auch, die haben verschiedene Mützen. So. Na gut, die beiden jetzt nicht. Verspotten. Das wusste ich noch gar nicht. Hey, cool. Man entdeckt doch immer wieder was Neues. Ich würde sagen, probieren wir bei jedem Gegner mal das Verspringen aus. Bei jedem neuen Gegner zu. Weil ich es jetzt noch nicht so richtig rausgekommen habe. Die sich irgendwie beeindruckt gezeigt? Ich weiß gar nicht. Fragen über Fragen. Kommen wir irgendwo hoch? Nee. Kann der mal so ultra hoch springen. Yeah. Ja. Hier müssen wir, wenn wir auf die draufschlagen, einen bestimmten Rang erreichen. Von diesem Style halt. Und wir kriegen ganz viele rote Kristalle und einen Teil einer blauen Kugel. Hahaha, eine Götterstatue. Eine unheilvolle Kraft befindet sich in dieser mysteriösen Statue.
Wenn ihr das Blut eines Dämonen geopfert wird, wird eine unglaubliche Kraft freigesetzt. Wow! Ups. Ach ja, genau, hier können wir mit den roten Punkten was kaufen. Hier ist so eine blaue Kugel. Und eine goldene Kugel. Ja, gut, das ist das, wenn man stirbt, wird man halt wiederbelebt. Lebenstränke quasi werden mit jedem Mal, wie man die täuft. Mit jedem Mal, wie man die kauft, teurer. So wollte ich sagen. Fallwasser. Ja, verfügt Gegner in der Nähe. Habe ich aber, glaube ich, noch nie benutzt in dem Spiel. Und hier kann man jetzt aufwerten. Die Red Queen, das ist das Schwert, genau. Neue Kombos. Erst dann und dann antippen. Zweimal. Zweimal und dann nochmal viermal. Y. Seht ihr da. Die X-Anzeige, das ist das oben. Ach ja, das ist so ein Anspringen. Genau. Ein kraftvoller Abwärtshieb. Okay, Kalibur. Drücken Sie in der Luft zurück bis vor. Oh Gott. Naja, hier gibt's dann noch den Arm, genau. Ah ne, die Pistole, den Arm. Die Pistole. Halt nur aufgeladener Schuss, aber die Pistole bringt halt nicht so wirklich. Hier nochmal allgemeine Fähigkeiten. Ja, Fähigkeiten. Weichen Sie Angriffen durch eine leichte Körperbewegung aus, um besser kontern zu können. Laufgeschwindigkeit. Max Act, was das soll, zieht direkt ein. Ja, Enemy Step. Ist auch cool. Aber ihr seht schon, wir haben 94 Punkte und 2000 braucht das. Also es ist schon. Hier sind so Fähigkeiten, Buster, was wir jetzt schon haben. Ich werde jetzt. Werde ich mir schon was holen? Ich werde mir das holen. Ja, nicht. Ja. Nein. Der kaufe ich mir auch noch nicht. Ich werde aber, glaube ich, mal gucken. Vielleicht werde ich es doch auf automatisch stellen. Das muss aber erstmal sehen. Let me guess. More demons. Der Gute hat natürlich recht. Bad for the complexion. I burn easily. Never tan. I came to this world 2,000 years ago. There was no such human as the likes of you. Wanna make it another 2,000? Fire!
Sven ist natürlich am Überlegen, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, einen Heiltrank mitzunehmen. Verdammt, ich habe vergessen, dass der jetzt schon kommt. Ja, man kann sich hier so lustig ranziehen. Und ihr seht halt, wie langsam die Lebensenergie immer geht. Bosskämpfe hier sind echt extrem. Ja, nicht extrem schwer, aber schon sehr anspruchsvoll. Das war der neue Move, den wir. Aber. Ups. Hätte man ausweichen können. Die Häuser lasse ich hier immer sehr gerne noch ganz so gut wie es geht. Weil ja, ihr nämlich diese Lebensenergie drin haben. Ja, außer er macht natürlich sowas. Was ist jetzt los? Warum hat er jetzt gebrochen? Toll, da ist ein Angriff komplett versendet. Nein. Aua. Ja, ihr seht, so schnell kann mein Leben niedergehen. Sich mal ein bisschen doof anstellt, so wie ich gerade. Aber schnell wieder geheilt. So, jetzt warmst du mal den wieder. Ey, das ist mein Job, das so zu crappen. Oh, der Schaden. Aha. Jetzt wird's aber ganz unfreundlich hier. Ja, ich bin auch ausgewichen. Ach, ja. Warum habe ich denn jetzt nichts getroffen? Boah, es geht schon wieder los, gell? Jetzt. Geh kaputt, Mann. Don't ask. Damn thing drives me crazy, though. You are just like he was. And he would be. I must restore my power. I must restore my power. Ja. Bisschen Chaos angerichtet, der Bede. Nee. Aber ja, yeah. Ganz viele Punkte.
Ach Mist. Ich wollte den noch mal verspotten. Naja, da kommt noch mal. 13 Minuten. Nochmal SB beim Stilpumpen. Ah, bei den Kugeln. Gleich mal 600 noch was Punkte kriegt. Also das ist schon. Bäm. Bäm, bäm. So, speichern mal. Es sind eigentlich bei ihm gespeichert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.